So, Salve, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Judgment is the game. Was ist das hier? Fremderbord-Unterstützung. Und ja, wir haben noch das Bollwerk der Rekrutierer hier vor uns. Was wir quasi als nächste Mission haben. Aber wir haben es, glaube ich, letzte Folge schon mal getestet. Wird schwierig, noch aktuell. Dementsprechend müssen wir uns erstmal wieder hocharbeiten weiter, was unsere Ausrüstung betrifft. Wobei wir eigentlich schon echt weit gekommen sind. So. Gut, Rankenrüstung ist eigentlich Bockwurst. Wir brauchen auf jeden Fall noch... Achso, das haben wir ja schon. Forschungsausrüstung. Ich mache mir ganz kurz eine Liste, was wir an diesen besonderen Dingen brauchen. So, was ist das hier? Kiste, Scheune, Büro. Das ist... ein anderes Spiel. So, wir brauchen... Forschungsausrüstung. Two times, mindestens. Hier wird eingemacht, das bla bla bla. Achso. Das heißt, es ist beides Forschung. So, machen wir Ausrüstung 2. Die Discs oder Daten. Haben wir schon mal eine. So, hier ist unwichtig, unwichtig. Nochmal 2. Ich mache am besten Striche. Zack. So, sind wir schon bei 3. Nur für den Slot hier. Wunderbar. So, herstellen. Da sind wir noch weit hinterher. Einmal Daten. Dann können wir nämlich jetzt mal demnächst schon mal auf Reisen gehen. Und uns diese ganzen Sachen versuchen zumindest zu besorgen. So, ich habe ja oben immer noch diese Noob-Dinger. Naja. So, nochmal zweimal Ausrüstung. Einmal Daten. Wahrscheinlich gleich zweimal Daten. Genau. Und that's it, wa? Gut, Forschungschip, die müssen wir vorher halt erforschen. So, das war ditte. Dann sind wir noch bei Okkultes. Oh Gott, Alter, wie viele Disketten ich besorgen muss. So, sind wir schon bei 12. Forschungschips. Zwar das Gefühl, dass ich die auch selber herstellen kann, aber wir machen jetzt einfach mal hier 3er. Davor war auch noch einer, aber nochmal 4. Und hier haben wir noch einmal Ausrüstung. Die 5, denke ich mal, werden wir relativ schnell besorgt bekommen. So, dann schon einmal Chip. Okay, so, ganz kurz nochmal durchgucken. Okay, hier brauche ich auch nochmal Chips. Chips, also auch nochmal 3. Wahrscheinlich hier links und rechts brauche ich auch irgendwann welche. Und hier brauche ich auch nochmal 2 Chips. Gott, sind wir schon bei 10. 11. Okay. ja, fangen wir erstmal mit der Ausrüstung an, wa? Würde ich sagen, sieht gut aus. Erstmal alle on top. Dann, wir brauchen 5. Wir haben auf der Karte 16. Alles da unten. Da hätten wir noch 1. Okay. Ja, werden wir unseren Squad erstmal losschicken. Und ihn erstmal ein bisschen was einsammeln lassen. So, wir machen jetzt nur Forschungsmaterialien und so weiter. Andere Sachen sind jetzt erstmal raus. Okay, Astrid hat ordentlich gelitten. Aber sie hat es geschafft. So, wir strafen einfach mal weiter nach rechts in der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch eine Stadt oder sowas finden. So, hier ist auch Kartenende irgendwo, ne? Okay, Level Up, da kümmern wir uns aber später drum. Sehr gut, stopp. Ja, sollten wir hinbekommen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf geachtet, wie viele wir bekommen haben, aber wahrscheinlich nur einer. Okay, das war simpler auf jeden Fall als vorher. Ihr habt jetzt 2, also fehlen noch, ne? 3. So,
hier etwas Water. Ich denke auch nicht, dass hier noch irgendwelche Dinger sein werden, aber wir gucken uns trotzdem mal die komplette Karte hier an. Oh doch, da haben wir sogar noch eins. Oh. Weiß nicht, was ist das für ein Gegner? Legion, alles klar, sollten wir auch schaffen. Ja, gut, Astrid hat auf jeden Fall ordentlich Probleme. Aber läuft bei ihr noch. So, damit sind wir bei 3. Ergo noch einer. Ne, ist natürlich Quark. 2 fehlen noch. Mal kurz gucken, ob hier vielleicht noch eine Stadt oder... Ah, wunderbar, eine Stadt. Sehr schön, dann können wir auch den Bogen nach oben gleich rumgehen. So, gucken wir mal. Aber hier... Was ist jetzt los? Okay, Begegnung. Okay, Astrid wird sterben. Ach, das ist doch kacke. Jetzt stirbt die auch gleich. Und die kann die auch nicht retten. Oh, doch, jetzt ist sie gerettet. Cerberus, Alter, what? Alter, was ist das denn? Cerberus. Anne-Marie, Cerberus. Ist Anne-Marie Nahkämpferin? Nee. Oh Gott, Alter, schwer. Morax, noch nie gehört. Anne-Marie ist gestorben? Was? Habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Wann ist denn Anne-Marie gestorben? Oh Gott. Ja, also darauf sollte man auch achten. So, da geht's. Bergup. Bergup. So, wo sind wir denn? Da haben wir geplündert. Okay. Ja, das tut mir hier erstmal leid. Aber ich will jetzt tatsächlich keine Leute verlieren. So, hier 8-fache Geschwindigkeit. So, ich weiß ja, dass da hinten eine Stadt ist. Und ich hoffe, dass wir diesmal ohne Kontakt da durch die Stadt kommen. Ich glaube, das ist auch alles random. Also, ne? Entweder man hat Glück oder man halt nicht Glück. Alter, was ist denn das für eine Monsterstadt? Okay, die hört einfach überhaupt nicht mehr auf. Jetzt haben wir eine Begegnung. Oh Gott, das ist so weit weg. Ja, okay, ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Ich hole mir jetzt hier das dritte und dann... Okay, gut. Werde ich erstmal zurückreisen und Milan heilen und dann können wir nochmal losziehen. Und zwar wahrscheinlich mal gen Norden oder sowas. Ich glaube auch, dass die Stadt da hinten schon zu gut für uns ist, dass da eher diese Daten zu finden sind. Als irgendwas anderes. So. Irgendetwas von Interesse? Ja, ein Fragezeichen, aber der Widerstand ist... Oh Gott, Alter. Das können wir mal machen. Mal ein bisschen Kupfer holen. Da können wir auch nochmal hin. Okay, das ist tatsächlich sehr, sehr problemlos. Das freut mich. So, das ist eigentlich auch noch easy. Komplett ohne Treffer, sehr schön. So, was wollte ich jetzt noch machen? Das hier, glaube ich, ne? Ja. Nochmal ein paar Konserven mit einsammeln. Das sieht auch schön aus. Mineralien und so weiter. Obwohl wir Mineralien da sowieso haben, aber... Na gut, Astrid wird sowieso jetzt gleich geheilt. So, die Mineralien und so weiter hätte ich gerne. Okay, da hat es ordentlich uns erwischt. Das sollte noch mal easy sein. Jo, sehr gut.
Und das ist auch einfach. Ist zwar Loot, den wir überhaupt nicht mehr brauchen, aber okay. Und hier haben wir noch mal, ja, Succubus und so weiter. Goodbye. So, gut. Haben wir immerhin 3 schon mal gehoben. Das war zum Glück deutlich einfacher als das davor, ne? Gut, so. Also, können wir schon mal streichen. Wir brauchen noch 2 Forschungsausrüstungen. Für unsere... für unseren Forschungsbaum. Und dann wären wir durch. Was die Forschungsausrüstung betrifft. So, gerade hat ein Level up. Hm. Ja, das ist überhaupt nicht gerade. Das ist Tom, den ich jetzt gerade offen habe. Ich wollte gerade sagen, Level 5 wäre ein bisschen low. Tom ist... sicher. Fähigkeit heilen, also wäre eigentlich gut für Waffen. Habe ich denn noch Waffen übrig? Nein. Ah, jetzt habe ich wieder so lange nicht gespielt, dass ich nicht weiß, was ich brauche. Du machst okkulte Forschung, bitte. So, Glenn. Okay, Werkzeugwaffen. So. Olerick macht Landwirt. Halt. Und dann haben wir noch Kralle. Der ist im Bergbau. Chance auf doppelten Minenertrag. Check. So. Ein Squad auch wieder zurück. Und den werden wir auch direkt heilen. 126. Das ist mehr als okay. Da kann ich auch mal ein bisschen Medizin verbrauchen gerade. Was ist das denn hier eigentlich? Achso, eine Pumpe. Eine Pumpe. So, dann heilt euch mal hoch. Ich weiß nicht, wo der Rest gerade ist. Aber eigentlich sollten sich alle hochheilen. Also auch James und Mylon. Okay, pennt ihr erstmal alle. James heilt sich, danke. Und Milan. Feinde nähern sich. Ja, alles gut. Ein tropfenfeindlicher Kundschafter wurde in der Nähe gesichtet. Milan? Ja, keine Ahnung, warum sie jetzt das macht. Wahrscheinlich, weil ein Angriff bevorsteht. Deswegen ist sie gerade ein bisschen nutzlos. So, dann gehen wir pennen, dann bist du hoffentlich auch wieder. Ja, wunderbar. Im Automodus. So. Dann einmal bitte alle auswählen. Genau. Du und du. Und du. Und dann geht's erstmal nach hier oben. Alter Schwede, wie viele ich jetzt noch habe. So, Rick können wir abgeben. Bruno und Deborah auch. Ich müsste vielleicht auch nochmal die ganzen Sachen mir angucken, wer hier was hat an Ausrüstung und wer noch was kriegen soll. Da mache ich mir aber eine Liste zur nächsten Folge einfach. Ich glaube, das ist ja, ein bisschen schneller und einfacher. Dann kann man nämlich alles gleich herstellen in der nächsten Folge. So. Jausiwehr. Ja, und auf jeden Fall Ader. Ja, Reichweite 8, genau. So, wir werden angegriffen. Ja, ja, ist gut. So, hier bei denen drauf. Also, nicht wirklich, sondern, ne? Schnitter, Schnitter. Was? Dämon. Besessener, Besessener. Oh, okay, also die Gegner werden jetzt ein bisschen besser. Allerdings mit unserem Verteidigungsturm hier oben drauf. Okay, Adam suffert ein bisschen, aber nichts, was mit einer Mütze voll Schlaf wieder gerade zu biegen wäre. So, Adam ist nicht müde. Warum ist hier eigentlich noch ein Symbol? Achso, weil da jemand hingeht zum Schlafen, alles klar.
Ja, sehr schön. Na, ein fucking Point, Alter. So, danke. Sehr schön. Haben wir? Adam ist hungrig. Ja, gut. Ne? Kriegt er hin, 520 haben wir. Wie sieht die Ausrüstung aus? Also, das Inventar, besser gesagt. Ja. 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 Okay. Absolut. Okay. So, wie gesagt, das mit den Waffen mache ich danach mal. Was wir nochmal alles herstellen müssen. So, wir nehmen unseren Squad wieder. Die Gegner sind die... Nee, die Gegner sind nicht mehr auf der Karte. 23% schon wieder. Naja. Dann ziehen wir mal nach Norden. Und machen hier wieder... Ditter an. Naja, Händler. Ah, obwohl, Händler ist gar nicht schlecht. Wir haben 1400. Können wir irgendwas verhökern? Ah, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Erstmal nichts. Mechanische Platten. Tech-Ausrüstung. Okay, für was? 1, 2 haben wir sogar. Werkzeug. 9 und so. Alter. Okay. 6400 können wir uns überhaupt gar nicht leisten. Kaufen wir uns diese hier. Tech-Ausrüstung. Kann ich jetzt leider nicht mehr ausrüsten. Bei unserem Squad, den wir schon unterwegs haben. Alter, wer ist die denn? Lich Morax Legion. Oh Gott, Alter. Aloe Vera Batterien und Forschungsdinger. Viel zu heftig. So, sehr gut. Da haben wir nochmal zwei übereinander. Und das sind auch Gegner, mit denen ich zurechtkommen könnte. Ja, sehr gut. Wenig Schaden. Das machen wir direkt mit und dann haben wir die 5 fertig. Hier oben sind noch ganz, ganz viele. Wäre ich mal zuerst da angegangen. Okay, Astrid, ja, alles gut. Medizin kriegen wir so, sogar auch noch mit dazu. 6 Stück hier. Apropos Medizin, können wir gleich mal gucken. Vorräte auffüllen. Jo, das sieht gut aus. Ja, großer Treffer für Astrid. Ansonsten 10 Medizin. Das sieht auch einfach aus. Jo, komplett ohne Probleme. Auch nochmal 4 Medizin. Das sind diese Cortanians. Hier gehen wir nochmal hin. Da wird allerdings nicht viel Medizin sein. Also in den Krankenhäusern sind natürlich deutlich mehr. Aber hier kriege ich keine Treffer. So, nochmal 4 Medizin. So, hier haben wir auch nochmal überall Medizin, Medizin, Medizin. Okay. Das können wir uns noch... Obwohl. Das wäre noch einfach. Und das auch schon nicht mehr. Ah, nähert sich Todesmilch deiner Basis. Er ist offensichtlich verletzt. Wer nähert sich meiner Basis? Okay, irgendjemand nähert sich meiner Basis. Wir... Gehen wir wieder nach Hause. Es gibt für kurze Zeit ein aktives Ereignis auf der Weltkarte. Ereignis aktiv. Da, okay. Hilfeanfrage. Okay, dann gehen wir mal dahin. Wir haben hier sowieso schon grün mit Coffin Club. Dann würde ich sagen, wir holen uns vorher einen neuen Rekruten und dann machen wir die Hilfe. So, du hast es geschafft, einen Überlebenden zu überzeugen. Wunderbar. Dann machen wir die Hilfe. So, Astrid, ein bisschen aufpassen. Okay, das war ein Höllenhund. Der war jetzt nicht so das Problem. Bei dem müssen wir schon mehr aufpassen. Und dann... Ich glaube, viel mehr Gegner waren es schon gar nicht, wa? Vielleicht so 2 oder so waren es noch. Okay, Astrid ist natürlich super clever, dass du vorrennst. Da, oh Gott, stopp. Okay. Ist das hier mit Käfig oder was?
Hier ist aber keiner mehr. Oh, da links ist noch ein Gegner. Oh, es sind sogar noch drei Gegner. Okay, sehr schön. Hilfe gewährt. Kein Treffer kassiert. Die Leute sind sehr dankbar für deine Hilfe, die Beziehung stark verbessert. Aber noch nicht stark genug, oder? Beziehung 45? Ja. Naja, gut. Immerhin ein neues Mitglied in unserer Gemeinde. Die Inera, Handwerkerin. Sehr schön. Segnen, Arbeitsgeschwindigkeit, Hochausrüstung, dunkle Ausrüstung. Okay. Prioritäten, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal erhöht habe bei den ganzen anderen Leuten. Okay, das werde ich jetzt auch mal in der Pause alles neu strukturieren und mir dann auch noch die Liste machen. Aber immerhin haben wir eine Sache schon mal erfüllt, nämlich die ganze Forschungsausrüstung besorgt. Damit müssen wir, was Forschungsausrüstung betrifft, nicht mehr losziehen. Ja, 1400. Okay, brauchen wir sowieso gar keine mehr, bei Rituale wahrscheinlich noch, ne? Ja. So, dann verbraten wir die mal hier. Gottes irgendwas und Dämonenbindung. Rituale, ja, ganz ehrlich. Dämonische Ausnahme, Kurve beschwören, Geister beschwören. Seemutation und Böses abwehren. Weiß ich nicht, ob ich das jemals benutzen werde. Ich bin ja sowieso kein richtiger Fan von diesen ganzen Ritualen. Außer vom Gehirnritual, was wir schon wieder gar nicht machen. Und was war das andere? Wachstum? Nein, nein. Nein, nein, nein. Hier war das irgendwas, ne? Hungerrate minus. Geister beschwören, Seelenmutation. Ich glaube, es war Hunger. Ja, Hunger war es. So, die können wir ruhig immer durchgehend machen. Ansonsten verabschiede ich mich und verweise auf übermorgen zur nächsten Folge. Dann, ja, werden wir auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen herstellen, also was Waffen betrifft. Und mal alle Leute hier wieder auf Vordermann bringen. Und anschließend werden wir dann, naja, ob wir die Datenträger, also die Daten-CDs uns wirklich aneignen können. Ich bezweifle es ja so ein bisschen mit unserer aktuellen Ausrüstung. Vielleicht werden wir mal ein, zwei Folgen hier entspannt in unserem Lager verbringen. Und, ja, mal hier ein bisschen so voranziehen. Mal gucken, ne? Lass uns überraschen. Bis dahin, haut rein, tschüss.